Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play 415 Karrieremodus mit Mainz 05. Und ja, das letzte Spiel haben wir super gespielt. Wir haben genau das erreicht, was ich wollte. Ja, da sind wir so ziemlich eigentlich durch. Ich habe da gar nicht nachgerechnet, ob wir jetzt wirklich durch sind. Aber mit 10 Punkten aus 4 Spielen sind wir da sehr, sehr gut. Und das nächste Spiel geht gegen Hoffenheim, wie wir gerade vielleicht, oder wie ihr es gesehen habt, in der kurzen Tabelle hier, da gehen wir einmal rauf. Sind wir nur noch auf Platz 4, das heißt auf jeden Fall für uns, wir müssen gewinnen. Es hilft nicht, wenn wir halt mal wieder unentschieden spielen und auch vor allem gar keine Niederlage, zumal es nur gegen Hoffenheim geht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Dementsprechend werde ich da jetzt einmal hin simulieren. Bam, 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 ba. Moment, ich kann das besser. Bam, 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 ba. Hat nicht geholfen, ist noch nicht so weit. Ich dachte, jetzt sind wir schon durch. Genau, es geht zu Hause gegen Hoffenheim. Ich hoffe, meine Mannschaft ist wieder größtenteils fit. Naja, geht so, der Brooks, der ist noch nicht ganz so fit. Da hätte ich gerne den Tar wieder drin. Den Brooks, den holen wir auch nochmal rein. Da kann der... Wer geht denn da raus? Der Salah geht da raus. Grimaldo bitte wieder auf links. Diaz ist jetzt schon schwächer geworden. Der hatte mal eine 70, ne? Jetzt auf jeden Fall wieder schwächer geworden. Thielemanns, du kannst gerne spielen. Du kommst da auf jeden Fall mal für den Herrn Soto. Und wen haben wir denn noch? Ist hier noch wer wieder fit geworden? Goretzka noch nicht fit, Paulsen noch nicht fit. Alles sehr, sehr schade. Haben wir noch jemanden? Moritz? Nee, da muss das erstmal so passen, wa? Dass ich Zimling könnte man nachher noch bringen. Den werde ich wahrscheinlich wieder bringen, ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten muss das jetzt passen. Ja, mal wieder abspeichern, diese Aufstellung. Sonst kommt man ja hier nicht weiter, man muss das ja wieder abspeichern. Und dann geht es auf jeden Fall gleich zu Hause gegen Hoffenheim. Und ich hoffe, Hoffenheim, dass wir das gewinnen. Haha, habt ihr es verstanden? Also, bis gleich, oder so. Hallo meine Freunde, und da sind wir wieder. FSV Mainz 05 gegen TSG Hoffenheim. Wir hoffen, das Spiel zu gewinnen. Da sehen wir Kevin Volland. Der muss auf der Bank Platz nehmen, weil er, keine Ahnung, verletzt war. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eigentlich ein Star bei TSG. Deshalb wundert es mich, dass er nicht von Anfang an spielt. Ist ein guter Spieler, hat sehr, sehr viel Potenzial. Zumindest für Hoffenheimer Verhältnisse. Ja, Hoffenheimer Verhältnisse darf man ja eigentlich auch nicht sagen. Und da fällt das 1-0. Es ist nicht wahr. Ja, Rudi, wunderschön gemacht. Applaus. Kann ich gleich jetzt schon voll Offensive machen. Und jetzt bin ich zwar durch, aber jetzt habe ich hier keinen, ne? Ja, faul! Was? Alter! Ja, klar, die kriegen den zweiten Ball und ich krieg nicht mal einen Elfmeter. Ich war, du bist jetzt richtig gegen mich gerade, oder? Ist klar, dass ein Fallrückzieher reingeht. Ja? Also so ein halber, das war mehr so ein Seitfallzieher. Ja, war das auch nicht aus? Nein, war gar nichts. Und da ist der Embolo jetzt mal durch. Da ist er durch. Nein! Ach, wieso ist er denn nicht schnell genug? Der Shahin. Hätte ich gerne angespielt. Oh Gott. Oh, sehr gut gemacht von mir. Oh nein! Nochmal Kopfball. Oh Gott! Nochmal Kopfball. Oh! Nein, nein. Okay. Ja, wurde ich gefoult. Ey, das ist jetzt aber auch ein Spiel hier. Alter Schwede, da hatte ich aber gerade gute Chancen zum Ausgleich direkt. Markus Berg würde 22. Minute kriegt er eine gelbe Karte. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Aber ich will jetzt gerne den Ausgleich haben.
Oh Mann, dieser Pass, der war doch grottenschlecht. Aber er ist einmal gut verteidigt von Tah. Nein. Nein. Gott, Schein. Naja, wenigstens hast du da nochmal geklärt, aber das... Schön ist anders, ne? So, jetzt. Jetzt komm, Schein, du alter langsame Esel, du. Jetzt haben wir mal mit Thielemans, der sich hier... Nicht! Ecke, bitte Ecke, bitte Ecke. Huh. Oh Gott. Jetzt komm! Hier ist da gar keiner. Weil die, den zweiten Ball, den kriegen mal wieder die Hoffenheimer. Ey, das ist klar, dass der hier durchgeht. Ja, ist klar. Und der geht aber nicht rein. Also wäre der jetzt reingegangen, ja? Ey, Yunusi. So. Kuh ist natürlich nicht ganz frei. Oh. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter, immer weiter. Sehr gut. Mach ihn! Oh, wieder abgefälscht. Wieder abgefälscht. Steht immer noch 1 zu 4 TSG. Es muss aber mal langsam das Tor her. Volle Offensive habe ich doch schon. Oh nein, nein. Oben bin ich mitgelaufen, aber es bringt natürlich nichts. Weil erstens Abseits, zweitens egal. Der ist kein Abseits. Sehr gut, jetzt habe ich nochmal eine Chance. Wenn nicht abgepfiffen wird. Eckball. Oh nein, ich krieg natürlich nicht den zweiten Ball. Wie es auch halt die ganze Zeit schon so ist. Ach, ja, war sowieso klar, dass hier gleich Halbzeit ist. Von daher habe ich dann nochmal versucht, irgendwie einen Pass zu bringen. Egal, ich behalte das so bei. Alles klar. Oh nein. Foul? Von mir? Ja. Alles klar. War ein Foul. Ich wollte schießen. War ein Foul. Oh, jetzt ist er durch. Jetzt ist er schnell durch. Oh, kein... Ich wollte das Foul. Ich wollte das Foul. Ich glaube, ich mache mir gerade auch zu viele Gedanken, wie ich den Ball mal reinkriege. So vielleicht! Shahin? So nicht. Nein, dann geht er da auch noch außen vorbei. Oh nein, 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 ich wollte nur antäuschen, ich wollte nur antäuschen! Okay, zum Glück hat Capino gehalten. Ja, wir wissen alle, dass Capito da noch da war. Da musst du nicht anzeigen. Das hat ja jeder gesehen. Alter, jetzt kommt Rudi gleich wieder mit dem Fallrückzieher. Er war im Abseits, der durfte da nicht ran. So. Und einmal hier zu Tah. Sehr gut. Und wieder hin und her. Jawohl. Und mach ihn. Ja, 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 ja. 1:1. Jawohl. Es läuft. Embolo. So, wunderschön natürlich angetäuscht hier. Zack, war der Weg frei. Und dann, nicht lange Fackeln. Flach spielen. Drin ist er. 1:1. Und weiter geht's, Offensive, Offensive, heißt die Devise, heißt, so. Oh, jetzt ist er. Oh, ich wollte nur durch.
Oh! Nein! So. Los, spiel ins Aus. Spiel ins Aus. Du hast keine andere Wahl! Lautet, heißt, Mann! Und jetzt, komm! Da ist er nicht drin! Nein, nein, nein! Ach, den habe ich nicht gefoult. Das war ein anderer. Erstmal weiterspielen lassen. Genau, ist die Chance auch schon damit vorbei mit dem Konter. Oh! Da wollte ich doch gar nicht hinspielen. Da wollte ich niemals hinspielen. Hä? Warum kommt er nicht ran? Ja, komm, die kriegen natürlich den zweiten Ball wieder. Hier jetzt mit Berg. Oh. Oh Gott. Ah, oh nein, und der kommt auch nicht ran. Er weiß natürlich auch, wie er es machen muss. Ich brauche diesen Sieg. Ich brauche diesen Sieg. Ich brauche diesen Sieg. Komm, Brosinski, du weißt, wie man das macht, wie man den Ball abnimmt. Nein, weißt du auch nicht. Bell vielleicht? Brosinski nochmal. Oh. Nein, na, no. Oh, jetzt kriegt er den zweiten Ball mal wieder. Weil sie den scheiß Ball immer bekommen, den zweiten. So. Och ja. Kurz oben mitlaufen. Ah, der ist durch den Berg. Och, er hat natürlich keine Ahnung, wie man spielt, deshalb habe ich nochmal Glück. Oh, ey, das kann nicht wahr sein. Dass der so durchgeht, das. Oh nein, 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 ich sehe es kommen. Wollen die jetzt echt das Ding halten? Krieg ich nicht abgenommen. Krieg ich nicht abgenommen. Ich krieg den scheiß Ball nicht abgenommen jetzt. Nein, immer noch nicht. So. Jetzt nochmal, komm, komm. 5 Minuten Nachspielzeit. Foul? Alter, das war ein astreines Foul. Der war nicht am Ball und hat sich einfach nur... Oh, ey. Ich könnte irgendwas kaputt schlagen. 1:1. Oh. Naja, und wieder mal nur ein Unentschieden für uns, Leute. Es läuft gerade nicht in der Liga. Ich fühle mich wie Dortmund. Es läuft nicht in der Liga. Ah, da sind wir echt nur auf Platz 5. Den haben wir zwar mehr oder weniger gesichert, selbst wenn Leverkusen gewinnt, sind wir auf Platz 5. Aber vorne bleibt spannend. Wir werden unsere Punkte holen, das verspreche ich euch. Aber diesmal ging gar nichts. Ich habe da alles probiert, aber ihr habt es gesehen, hier zweite Ballkampf für Hoffenheim. Gleich am Anfang Fehlentscheidung. Das hätte Elfmeter sein müssen. Ja, was soll man da machen? Naja. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Sage mal wieder Butter bei den Beeren und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.